Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert. Und heute ist mal wieder eine Club Nintendo Ausgabe dran. Und zwar vom April 96, also einer der späteren hippen Ausgaben, die ich hier behandle. Mit den schönen Design, wie ich zumindest finde. Aber hey, das ist natürlich alles Geschmackssache. Dieses Mal sind Themen natürlich Toy Story, Kirby's Blockball, was mir irgendwie gar nichts sagt, ehrlich gesagt. Denn Pinocchio und Adventures of Lolo. Auch das habe ich nicht gespielt, aber da habe ich schon einiges Gutes von gehört. Aber ich würde sagen, genug Hervorrede. Wir schauen einfach mal rein. Ja, und genau das meine ich mit schönem Design, weil irgendwie finde ich dieses, klar, das war damals Trend und so weiter. Jeder hatte den Photoshop Farbkasten und Effektkasten gefunden, okay. Aber das ist dann schon etwas sehr überladen, finde ich. Aber na gut, ich mag halt die etwas klassischen Designs der alten Ausgaben, die so etwas klarere Linien haben und dann halt im Zweifel mal kein irgendwie tolles Muster oder sowas als Hintergrund genommen haben, was nur verwirrt. Aber na gut, hey, wie gesagt, Geschmackssache. Ich würde sagen, wir überspringen das. Neues vom Edelknödel. Club Nintendo Shop gibt's. Kalender für 5 D-Mark in Briefmarken, wo man noch Sachen in Briefmarken bestellen konnte. Auch interessant, ne? Vor PayPal und Überweisung und so weiter. Da waren Briefmarken anscheinend die echte Währung. Kurios, habe ich bis gerade vergessen, aber stimmt. Man konnte wirklich vieles, so kleinere Sachen aus Magazinen und sowas, auch wirklich tatsächlich gegen Briefmarken irgendwie bestellen. Was haben sie damit gemacht? Haben sie die bei der Deutschen Post irgendwie wieder umgetauscht gegen Geld? Oder dachten sie, hey, wir brauchen eh viele Briefmarken und dann wird sie das schon irgendwie amortisieren? Keine Ahnung, aber interessante Geschichte auf jeden Fall. Nettie und Take That. Seitdem sich die Jungs von Take That vor ein paar Wochen getrennt haben, selbst das ist anscheinend Thema in der Club Nintendo, ist bei uns die Hölle los. Nettie, Redaktionsassistent Bernard, versucht ihre Trauer zu bewältigen, indem sie überall Robbie-Poster aufhängt. Den ganzen Tag sämtliche, in Klammern 3 Stück, hahaha, Take That CDs abspielt und jedem Hauch einer Kritik mit einem heftigen Nimm das beantwortet. Helft uns unseren blauen Flecken, schreibt uns, wie man Nettie trösten könnte. Die 10 besten Vorschläge werden mit einem einmaligen Club Nintendo Best of Magazin belohnt, schreibt eine Postkarte. Boah, das ist bestimmt Hardcore-Sammler-Sache, oder? Das Nintendo Best of Magazin. Ich glaube, das wäre mein heiliger Gral, was diese Club Nintendo Sachen angeht. Interessant, aber es ist interessant, dass hier wirklich popkulturelle Begebenheiten Einzug gefunden haben. NES Game Ameland, das ist auch natürlich nicht schlecht. Das passt ja auch wirklich, ne? Das NES Game Land. Also das Schild ist echt nicht schlecht, das hätte ich auch mit fotografiert. Natürlich wie üblich, ne, in den Zuschauerbriefen natürlich die eigenen Zeichnungen. Das ist irgendwie ein klassisches Motiv, glaube ich. Irgendwie habe ich das zumindest im Kopf natürlich jetzt in schön gezeichnet. Ist nicht schlecht für ein Kind, um Gottes Willen, das will ich nicht sagen. Aber irgendwie habe ich das irgendwie anders noch im Kopf. Ich weiß gar nicht woher. Und dann kommen wir hier schon zu der Titelstory. Und zwar, ja, Titelstory ist Toy Story. Ach, Flachwitze-Panda, heute mal wieder. Ja, auf jeden Fall finde ich das ein sehr schönes Spiel eigentlich. Ist so ein bisschen, natürlich hat versucht, dass diesen CGI-Look, also diesen animierten Look der Vorlage, was ja damals sehr neu war, nachzubauen, indem man so wie in Mortal Kombat natürlich hier diese quasi abfotografierten Sprites genommen hat. Diesen Grafikstil, den muss man natürlich mögen, oder kann man mögen, muss man nicht mögen, so rum. Aber ja, naja, okay, gut. Also es ist, ich finde es schön, dass es nicht nur ein einfaches Plattformerspiel ist, sondern ihr habt auch noch andere Szenen, wie man hier vielleicht so ein bisschen erahnen kann oder irgendwo. Was gibt es denn auch so Szenen, wo ihr denn quasi so mit ferngesteuerten Autos rumfahren müsst und so weiter. Und dadurch kam etwas Variation rein. Hier gibt es sogar so ein Ego-Shooter-Level natürlich. Was heißt ja natürlich, es gibt einen. Hier haben wir die, ich halte es mal in die Kamera, damit ihr es vielleicht besser sehen könnt.
So, also hier haben wir hier dieses Auto rumfahren, hier haben wir die Ego-Shooter-Passage. Und dadurch wurde alles etwas aufgelockert. Also ein Spiel an sich finde ich persönlich ist okay. Ich wurde nicht so hundertprozentig warm damit, weil mir irgendwie dieser Grafikstil nicht so zugesagt hat. Aber das ist natürlich als Anlehnung an den Film, musste das natürlich irgendwie so aussehen, ist klar. Nicht mein Spiel, aber ich finde es halt cool, dass sie halt so viel Abwechslung reingebracht haben. Oh, okay. Titelstory hat nur 4 Seiten. Ja gut, auch nicht schlecht. Tim in Tibet. Finde ich auch ein interessantes Spiel. Habe ich zumindest Tim und Struppi unter Sonnentempel hier noch irgendwo seit meinen Anfangssammelzeiten rumliegen und muss ja auch mal einen Test zu verwursteln. Hier habe ich, glaube ich, mal ganz kurz für eine Gameboy-Überblicke reingespielt. Deswegen kann ich da jetzt keine kompetente Meinung, also nicht, dass ich jemals kompetent wäre, aber keine kompetente Meinung ablassen. Es ist so eine Art Rätselplattformer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Hier so ein bisschen Story getrieben. Der erste oder zweite Teil, ich weiß nicht, ob der Sonnentempel-Teil irgendwie davor oder danach erschienen ist, aber auf jeden Fall, der war wirklich so ein Adventure, wie zum Beispiel hier Roger Rabbit zum Beispiel, habe ich ja vor ein paar Wochen mal getestet. Es ist quasi so eine Art Adventure auf den Gameboy, was natürlich so ein bisschen, ja, Plattformelemente sind natürlich immer so ein bisschen drin, aber ihr müsst im Prinzip Rätsel lösen und rumlaufen und rumgucken. So ein Spiel ist das hier auch. Auch hier mit der Tim und Struppi Franchise bin ich persönlich nie warm geworden. Ich weiß gar nicht, wieso eigentlich. Ich weiß, viele lieben das abgöttisch und werden mich jetzt verfluchen. Aber ich wurde irgendwie damals echt nie warm. Wie gesagt, ich weiß nicht warum. Aber kommen wir hier zu Kirby's Block Ball. Das finde ich jetzt sehr, sehr interessant. Aber hier auf den ersten Blick, das Kirby wurde ja schon als Pinball verwurstet. Und das hier scheint jetzt hier Breakout bzw. Arkanoid-Klon zu sein. Ne? Der Kirby ist halt ein ballförmiges Wesen. Ich nenne es mal so neutral. Also kann man ja alle Ballstarten machen. Also hier sieht man hier mit dem Paddel. Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie gespielt, deswegen keine kompetente Meinung. Hier haben wir ein Boss-Level. Also sieht schon wirklich so aus. Und dann natürlich ist es so ähnlich wie Kirby's Pinball so ein bisschen, ja, aufgepeppt, sage ich mal, mit verschiedenen Sachen. Finde ich eigentlich gar nicht so eine verkehrte Idee für den Gameboy. Muss ich mir mal besorgen. Ich weiß gar nicht, warum das in meiner Sammlung noch nicht ist, aber so bewusst bin ich auch noch nie über das Spiel gestolpert. Ist das irgendwie seltener oder woran liegt das? Frage ich mich gerade selber. Ihr könnt euch anscheinend natürlich so in verschiedene Sachen verwandeln, ist ja klar. Ein gutes Breakout-Spiel hat natürlich so, dass das ihr längeres Paddel bekommt oder mit dem Paddel schießen könnt oder etc. Das wird hier wahrscheinlich nicht anders sein. Und natürlich der Baum. Ne? Der Baum ist bei jedem Kirby-Spiel, ne? Das ist ja bei dem ersten Kirby-Spiel der erste Boss gewesen. Und der ist irgendwie so ikonisch, dass er zumindest zu der Zeit irgendwie bei jedem Kirby-Spiel dabei sein musste. Ne? Das war gesetzt, der musste dabei sein auf jeden Fall. Da gibt es natürlich auch hier Bonus-Level und so weiter. Wie gesagt, es sieht sehr interessant aus. Mal so eine Runde Breakout zwischendurch. Oder der Game Boy gab es ja ganz am Anfang Alleyway. Natürlich mit ohne viel Extras. War aber auch kein verkehrtes Spiel eigentlich. Deswegen würde es mich schon interessieren, wie das sich hier so spielt. Okay, oh, hier sind wir schon beim Comic angelangt. Wie immer, ich halte meine Schnauze. Ihr könnt die Space-Taste drücken, falls ihr das Comic lesen wollt. Scheint wie immer sehr gut gezeichnet zu sein. Ne? Mario Zilla in groß. Oh, Fortsetzung folgt, okay. Hier haben wir hier Dr. Wily, hier der andere. Dr. White heißt er, glaube ich. Ne? Mega Man, ich bin im Mega Man-Franchise nicht ganz so vertraut. Oh, und wir haben hier nochmal Kirby. Das war ein NES-Spiel, noch ein Super Nintendo, Gottes Willen. Ich blamier mich hier. Ich sollte hier nicht nach der Arbeit noch kurz ein Video machen, glaube ich. Das war so eine Art Minigolf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Minigolf / so Marble Madness Geschichte. Auch das habe ich nie gespielt, aber sieht immer interessant aus, natürlich hier mit dieser isometrischen Sicht, wo sie auch schön die Höhenverhältnisse dargestellt haben. Also entweder ist es eine Art Minigolf oder ein Marble Madness inspiriertes Spiel. Darauf lege ich mich jetzt fest. Ja, meine Inkompetenz, wenn ich ein Spiel sehe, so viel Ahnung habe ich. Es ist wahrscheinlich eine Art Minigolf. Auch nicht verkehrt, das ist natürlich so ein bisschen Geschicklichkeitsspiel. The Kirby war damals wirklich relativ neues Maskottchen, ne? Also im Vergleich zu Mario zumindest. Aber wurde dann auch viel verwurstet. Ne? Das ist wirklich so, okay, Kirby hat Ballform, was können wir alles Ballmäßiges machen?
wenn sie irgendwie so eine Idee hatten, haben sie mir Kirby drauf geklatscht und dann ist gut. Hier zeigen sie natürlich alle Kurse, also wollten sie das Spiel echt pushen, habe ich das Gefühl. Und hier haben wir Kirby's Ghost Trap, also ist ja wirklich hier Kirby Deluxe Magazin, würde ich mal sagen. Das habe ich allerdings gespielt, das ist so ein typisches Match 3 oder 4 Spiel. Ich weiß gar nicht, ob man da hier 3 von den Farben oder 4 von den Farben kombinieren muss. Das ist also Puyo Puyo, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich verwechsel diese Rätselspiele immer, aber ich meine, es ist so ein Puyo Puyo Klon, was ja so der erste ist. Was das natürlich jetzt groß mit Kirby zu tun hat, ne? Das war wieder, hey, wir wollen ein Puyo Puyo Spiel machen. Zack, Kirby drauf, passt schon. Ja, habt ihr hier wieder. Ist aber sehr schön zu spielen. Also ich hatte zumindest, als ich das mal getestet habe, meinen Spaß dran. Aber gut, diese Spiele werden natürlich nie alt. Ne? Auch neue Versionen, viel, viel anders spielen sich die nicht. Das ist einfach ein Spielkonzept, das ist nicht tot zu kriegen. Vor allem natürlich jetzt auf den hochkommenden Mobile-Markt kann man nichts mit falsch machen. Pinocchio. Pinocchio ist auch ein sehr schönes Spiel. Da habe ich auch schon mal einen Test zu gemacht. Hier die Super Nintendo Version. Auf den Game Boy gab es das auch. Da haben sie versucht, diese Super Nintendo Grafik etwas runter zu reduzieren, was nicht ganz so gut gelaufen ist, meiner Meinung nach. Aber trotzdem immer noch ein gutes Spiel ist. Ich fand oder finde immer noch die Grafik, finde ich, spitze. Das ist natürlich zu dem Kinofilm Pinocchio erschienen, der da natürlich schon etwas älter war. Aber sie haben es mit dieser Grafik, haben sie es sehr, sehr gut geschafft, diese Animation etc. einzufangen. Sehr schönes Spiel, ist halt ein solider Plattformer, ne? Solide TM, ich weiß, mein Lieblingswort. Ist aber durchaus ein vernünftiges Spiel, finde ich. Und wie gesagt, vor allen Dingen durch die Grafikpunkte. Das Plattformer-Anteile sind normal. Ne, es gibt auch hier so ein Achterbahn-Level, was mich irgendwie zur Verzweiflung gebracht hat, weil ich mag solche Schienen-Level meistens nicht, weil das ist auswendig lernen und dann eine richtige Reaktion immer auf den Knopf drücken. Bin ich kein Fan von, ehrlich gesagt, aber na gut. Was haben wir hier? Die Hotline-Tipps. Kirby Stream Land 2. Okay, da braucht man Tipps. So schwer ist das Spiel auch nicht. Secret of Evermore. Okay, gut, da kann man natürlich schon mal festhängen. Super Mario World 2 gibt es einen Tipp und Mega Man X sogar. Das Poster ist Pinocchio. Sehr schön, stimmig. Ich schätze mal, es wird so eine Art Screenshot aus dem originalen Film sein. Ist auch schön, ne? Dass die Zeichnung aus dem Film das in den Schatten hier so ganz genau nachgemacht haben. Ne? Das war bestimmt nicht einfach, das perspektivisch hinzukriegen, nehme ich mal an. Dann haben wir hier die Trick Zone. Okay, Zelda Link's Awakening. Okay, was haben wir denn hier? Ne? Musikalischer Stilbruch gefällig. Bereits im Jahr 1993 frönte der Autor des deutschen Screentextes beschwingten Techno-Geräuschen. Zusammen mit den Programmierern von Nintendo verewigte er diese Leidenschaft auf dem immer noch aktuellen Zelda-Titel. Geht zu Beginn eines neuen Spiels mit Moise den Namen des Autors an und lauscht im mythischen Zelda-Ambiente die knackigen Disco-Klängen. Das wusste ich noch nicht. Das werde ich mal bei Gelegenheit mal testen. Das war ein interessanter Hinweis. Secret of Mana. Waffenlevel ausleihen. Ihr wollt mit einer Waffe eine Superattacke ausführen, obwohl sie noch kein hohes Level erreicht hat? Kein Problem. Voraussetzung ist, dass ihr wenigstens eine eurer Waffen ein hohes Waffenlevel vorweisen kann. Ladet die Waffe, die das hohe Level besitzt, mit dem B-Knopf auf. Eine andere Spielfigur bekommt von euch über einen zweiten Controller die Waffe, die ihr gerne benutzen möchtet. Erreicht diese Waffe das erste Spielers und ihren höchsten Wert, drückt einfach auf den zweiten Controller auf den Y-Knopf, um ins Ringmenü zu gelangen. Wechseln nur die Baba. Okay, dann wird es wahrscheinlich okay, überschrieben. Ja, gut, aber ich denke mal auch für die Dauernutzung etwas aufwendig. Wird wahrscheinlich irgendwie das It's not a bug, it's a feature. So. Adventures of Lolo gab es aber auch auf dem NES, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist natürlich jetzt die Gameboy-Version. Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Es sieht aber wie ein Puzzlespiel aus, oder? Ja, Action-Puzzler wahrscheinlich. Okay, ist Level-Übersicht. Anscheinend wurde das schon mal vorgestellt. Es scheint ne, so eine Art Komplettlösung zu sein. Ich dachte, hier wird das Spiel zum ersten Mal vorgestellt, dass ich mir irgendwie erarbeiten könnte, was es ist. Aber vielleicht kennt ihr das Spiel. Haut es mal in die Kommentare rein. Klärt mich auf, ob es sich lohnt, sich zu besorgen. Ich habe es noch nicht. Wenn ich mal drüber stolper, werde ich es mir auf jeden Fall mal in die Tasche stecken, weil ich habe bisher wirklich nur Gutes drüber gehört. Maui Mallet. Ja, sehr cool, dass sie das gar nicht auf der Titelseite angekündigt haben, weil auch das ist ein Spitzenspiel. Auch hier, ähnlich wie Pinocchio, Gameplay ist okay.
punktet vor allem über den grafischen Stil und natürlich die grafische Qualität. Auch hier wurde zeichentrickmäßig ordentlich was abgeliefert. Sieht super aus. Ist spitzenmäßig wirklich gealtert. Kann man nichts sagen. Und natürlich das Setting. Ne? So ein bisschen Hawaii und sowas. Das geht immer so ein bisschen mystisch. Voodoo etc. Natürlich hier mit Linias dabei. Ich weiß, es ist verwirrend, aber auch nicht verkehrt. Sehr, sehr schönes Spiel hatte mir damals der SNES Maniac mal empfohen. Habe ich reingespielt, habe mich sofort in die Atmosphäre des Spiels verliebt auf jeden Fall. Secret of Evermore, auch hier haben wir einen absoluten Klassiker. Auch das habe ich noch nicht so wirklich durchgespielt. Ich habe es mal angespielt, aber viele lieben das. Mein Favorit ist das Secret of Mana, aber das ist ja begründet, weil ich das damals ja gespielt habe und das halt nicht. Auch das habe ich schon mehrmals ja besprochen. Nintendo Fasching, ah, herrlich. Asterix war anscheinend sehr angesagt. Mega Man, das ist anscheinend Wii U, nehme ich mal an. Haben sie mir sehr viel Mühe gegeben. Hier werden natürlich nochmal die Spieleberater nochmal angeteasert. Ach, und hier haben wir Pinocchio für den Gameboy, ne? Gerade angekündigt, wie gesagt, wenn man das ja so ein bisschen im Vergleich sieht, den Stil haben sie versucht einzufangen, ist natürlich wesentlich krümeliger geworden, aber nicht schlecht, das will ich betonen. Hier haben sie wirklich versucht, das Super Nintendo Spiel 1:1 rüber zu portieren, auch hier mit dieser Achterbahnfahrt und so weiter. Also Hut ab, und das ist für die Verhältnisse, finde ich, gut gelungen. Kann man nichts falsch machen. Dann haben wir hier noch ein paar Tipps zu Yoshi's Island. Auch die werde ich mal so ein bisschen überspringen. Donkey Kong Country 2. Wunderbare Spiele, aber tut mir leid, wenn ich da jetzt nicht so genau eingehe, aber ich habe das schon so in so vielen Videos immer wieder angesprochen. Ich will das nicht immer wieder von neuem aufwärmen und immer dasselbe sagen. Und ihr Leute, die das vielleicht regelmäßig schauen, ihr verdreht denen schon die Augen und na, der Panda wieder hat sich wieder Geschichten aus dem Krieg, skip. Das muss ja echt nicht sein. Asterix und Obelix, auch ein sehr schönes Super Nintendo-Spiel. Das war wirklich so langsam die Zeit, wo sie das Super Nintendo mit so Comic-Grafik mäßig sehr, sehr aufgewertet haben, finde ich. Auch durchaus vernünftiger Plattformer, macht nichts Besonderes. Asterix und Obelix geht halt immer. Hier mit Minispiel natürlich 100 Meter Lauf etc. Dann haben wir hier die Charts. Zelda, Donkey Kong Land, Donkey Kong Island 2, Wario Land, Mystic Quest, Asterix und Obelix, Donkey Kong Adventures of Lolo, okay. Street Fighter 2, Wario Blast, okay, gut, sind ein paar natürlich auf den hinteren Plätzen, wie immer, so ein Naja-Titel dabei, wie Street Fighter 2 auf den Game Boy, finde ich, ist zwar okay, aber ist nicht so mega. Aber ansonsten, ja, solide Auswahl. Super Nintendo, Super Mario World 2, ja, Donkey Kong Country 2, Legend of Zelda, Secret of Evermore, Earthworm Jim, Secret of Mana, bla bla bla. Super Mario Kart, Super Metroid. Okay, da haben sie hier sogar 20 Plätze, damit noch Demon's Quest und Tim in Tibet drauf gelandet ist. Demon's Quest ist ja auch so ein geiles Spiel, ne? Habe ich glaube aber auch schon mal besprochen. Ach, das ist diese Nettie. 29 Jahre ist die. Und das ist die, also die mit Take That so hinterher geheult hat. Okay. Auch nicht verkehrt. Boah. Und dann sind wir schon durch. Relativ kleine und kurze Ausgabe diesmal. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, meine fantastischen Menschen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.